Oh, ich sehe da einen zweiten Geist. Keine Ahnung, keine Ahnung. Hallo. Ja, ihr zwei könnt euch sehen, genau. Ja. Ja, ihr zwei könnt euch sehen, aber ich kann euch nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich höre euch nur. Moin, Bubu, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, als Geist geht's mir doch immer gut, weißt du. Ja, als Geist bist du am sichersten, dann kannst du sterben, ne? Jo, bin ja schon tot. Genau. Weißt du, wie du Stine übrigens sehr gut erschrecken kannst? Wie? Warte mal, ich zeig dir meinen Trick. Geh mal an Stine ran und klick sie mal an mit der rechten Maus. Rechts? Zeig dem Schaf doch nicht so einen Blödsinn. Oder war das doch mit der linken? Nein, das war mit der linken. Also wenn ich jetzt links bin ich Stine. Jetzt bin ich Stine. Jetzt kann nur Stine mich hören. Hörst du mich noch an? Jetzt kann nur Stine. Seid jetzt beide in mir drin? Oha, das hört sich falsch an. Vor allem, wir hören uns gegenseitig nicht, aber dich. Was? Eieieiei. Und das Schöne ist, du kannst das ja mit jedem hier machen. Du kannst also in jede Rolle schnupfen. Du kannst vom Huhn bis zum Größten, bis zum Drachen alles. Du könntest zum Beispiel auch in den Widder reingehen. Ja, oder hier oben rein, genau. Ja, oben. Aber ich habe mehr erreicht. Aber du kannst den Widder trotzdem nicht lenken, leider. Nee, du bist einfach nur. Das habe ich nämlich mit Klim gemacht. Ich war ein Creeper. Und bin explodiert. Aber ich habe in dem Projekt mehr erreicht, als ich erreichen wollte. Ja, eben. Siehst du? Es ist doch super. Wie gesagt, ich habe 40 Minuten gespielt. Just Noah ist der Erste, der gestorben war. Gleich am ersten Tag, bevor noch überhaupt jemand anders auf dem Server war. Auch 40 Minuten hat er geschafft. Ja, wie lang das war, weiß ich jetzt nicht, aber er war drauf. Der Server war gerade erst gestartet und bevor die anderen kamen, war er schon tot. War eine Minute länger. Ey, spring doch nicht so schnell, ich kann ja gar nicht in euch rein. So, jetzt komme ich. Ich bin ein Zombie. Ja, gewesen, ich habe gerade welche weggeklatscht. Ja, mich. Okay. Es ist übrigens ein Riesending. Aber man kommt. Aber was ich gut finde, dass das auch so gebaut worden ist für die Leitren und Leute, die zu unterwegs sind. Ist ja wohl. Ja. Ja, das hat Sagi gebaut, ne? Das ist hier Sagis Farm. Und vor allem das Schöne ist, ich kann überall reingucken, aber ich kann nichts nehmen. Das Lustige ist, wenn wir als Geister mehr dürfen, dann könnten wir die Dinge nehmen und sie immer schön tauschen in euren Inventaren. Das wäre doch lustig. Ja, aber dann könntet ihr auch Sachen wegnehmen und verschwinden lassen. Ja, das, wie gesagt, ich meinte zu Basti auch, das war ja auch so ein Einwand, habe ich gesagt, da müsste man das eigentlich, diese Option nur den Leuten geben, im Grunde genommen, die denen halt vertraut. Weißt du? Also wo er definitiv weiß, dass die sowas nicht machen. Ja. Habt ihr denn jetzt eigentlich eine Giftspinne gefangen? Nee, haben wir noch nicht. Oi. Nee. Das Problem ist ja auch, die Giftspinnen laufen ja nicht alleine rum. Die müssten wir irgendwie aus der Spinnenfarm rausholen. Ja, die Giftspinne, die gab's ja da, wo ich... Kann man die eigentlich anleihen? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, die gehen bei auf dich gleich sofort los. Ich glaube nicht, eine Lore kann man die setzen nur. Ja, okay, dann müsste man die vielleicht mit einer Lore hochkriegen. Das wäre ja vielleicht noch eine Option. Weil die gehen sofort auf dich los. Das ist das Problem. Ja. Das hatte ich nämlich auch. Und ich habe aber zu spät gesehen, dass das Giftspinnen waren. Weil es hätten ja auch genauso gut normale Spinnen sein können in dem Spawner. Oh, schwierig.
Ihr wart in der Mine, ne? In der Mine sind meistens Giftspinnen in den Spawn. Genau, ich wollte ganz viel Spinnenfäden holen, beim Abbauen. Und dachte halt, das sind normale Spinnen. Und in dem Moment kam eine grüne durch und ich hatte nur rohes Hühnchen und habe jetzt überlegt, esse ich das? Und während ich das noch überlegt hatte, war ich tot. Das ist halt, wenn du vergisst, nach einer Weile, dass das Hardcore ist, weißt du? Also, es war zwar hart, aber im Core. Du verstehst. Ja, ja, ich verstehe. Das ist so das Problem, was ich meinte. Irgendwann, wenn man dann sicherer spielt oder sagt, shit happens, dann passieren solche Dinge. Und du noch? Ein Afterlife oder Weltbest ist mir das ja eigentlich auch immer relativ wurscht, ob ich kaputt. Außer wenn ich wie Leo zwei Stunden gefarmt hätte, den hätte ich mich auch geärgert. Ja, okay. Huch. Aber, Jetzt ist er weg. Da ist er. Ui, gelandet. Du warst zu schnell weg. Wer, ich? Ja. Wieso? Weil man dich dann nicht mehr hört. So, jetzt bin ich erstmal in dir. Achso, jetzt bist du erstmal in mir, okay. Ja, damit du mir nicht davon läufst. Das hört sich auch falsch an, aber es ist egal. Ja, damit du, ich bin in deinem Kopf hier. Damit du nicht mir davon läufst. Im Kopf von Steve. Das kann ich nicht sehen. Ja, brauchst du ja auch nicht. Ja. Das siehst du dann in meinem Video. Okay. Ja, so ein kleines Abschiedsvideo. So. Hab ich mir mal so gedacht. Holen uns jetzt hier nochmal. Du hast ja schon wieder volle Mannschaft, die da überall. Oh, das sind ja wirklich viele. Das sind ja richtig viele. Und vor allen Dingen, oh, das ist gut, da ist auch ein. Einer mit Dings dabei. Mit dem Banner auf. Ja, genau. Hab ich mal. Gebe dir meine Stärke. Und meinen Schutz. Ja, gib mir mal deine Stärke. Ich bin jetzt der Schutz. Aber nicht das Spinnengift, bitte. Nee. Das behalte ich für mich. So, wo sind die anderen denn? Standen hinten bei den Pferden. War da auch noch einer mit dem Banner dabei? Nee, ich glaube nicht. Weil ich glaube, ich hätte ganz gerne eine Rage-Stufe 2. Mal gucken, weil da standen auch noch ein ganz. Ey, zu viel verraten darf ich ja. Halt ich. Könnt ja jetzt aus dir rausgehen und rumfahren. Das tue ich nicht. Ja. Oh, ein Ellie. Oh. Ja, die Ellies sind hier noch gefangen, ja. Da ist noch einer. Aber leider ohne Spanner. Ich war heute auch ein bisschen fleißig. Wo sind noch welche? Ach, da ist einer. Ja, guck mal, du. Ja. Wie, Leo? Hi, Leo! Moin! Machst du gerade Schluss oder ja. Was machst du hier? War auch kurz vorher noch bei ihm. Hab dann nur gesehen, wer Schluss gemacht hat. Wollte doch gucken, ob er wieder Sachen besorgt hat. Da ist noch einer, Vorsicht. Komm wieder. So, mal gucken. Wo sind die nächsten? Ich möchte gern noch einen Bannerträger haben. Jetzt die. Durch. Hallo Leo. Ich bin im Kopf von Steven, nicht wundern.
In das zweite Gehirn sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist gewöhnungsbedürftig. Es ist ziemlich viel Wasser, salziges Wasser. Ich bin nämlich jetzt hier gerade bei Saki und versuche nochmal einen Raid zu spielen, damit ich wieder Totems bekomme. Weil ich habe, glaube ich, fünf Totems durchgeballert. Ja, und deswegen brauche ich noch mal wieder welche. Da ist er ja. Juhu. Und Stufe 2, jawohl. Ja, ich hoffe, dass das mit diesem Verkaufshaus, was er da, was der Kalli da gebaut hat, dass es da nicht irgendwie zu Diskrepanzen oder so kommt. Ja. Ah, ich fahre ein bisschen herum. Mach das. Mal ein bisschen Fagi sein Reich angucken. Oh, ich könnte mir doch einen Spaß machen und in den kleinen Orden reinkriegen. So, von wo kommen sie? Sie kommen von dort. Ich sehe einen. Ja, sie kommen. Vom Portal her. Mehr sag ich nicht. Hallo, kleiner Worden. Die Kirschbäume an. Aber Lerner, hallo. Ja, ich weiß, das ist langweilig, auf die Dauer Kirschbäume anzupassen. Und hier so eingesperrt zu sein. Naja. Aber es ist sehr, sehr schön. Schaut mal, wie groß das ist. Ja, dann schauen wir doch mal, ob es Ihnen das hier alles. Greift an, meine Krieger! Die kommen! Attacke! Angriff! Für Vaulana! Wieso für Vaulana? Waldbau. Hast du die Geschichte von mir und Vaulana noch nicht mitbekommen? Es ist lustig, die schwimmen alle weg hier. Die ertrinken. Nee, da unten sind Magmablöcke, auf denen sie sterben. Und Lava ist da, glaube ich, auch. Die sind ganz schön wuschig. Da wird man ja ganz irre, wenn man da drin ist. Oh, jetzt verbrenne ich. Bist du in einem drinne? Ja. Oh je. Das war ziemlich heiß. Das glaube ich. Das glaube ich. So, ich bin dann mal ebenfalls schlafen. Alles klar, Leo. Ich wünsche dir gute Besserung. Und ja, gute Nacht, Leo. Dir wünsche ich auch eine gute Nacht, Ronny. Ja, und du besieg den Witter und stirb nicht. Ja, ich glaube heute nicht mehr. Oh, da kommt schon mein. Und gute Nacht auch am Vaulana. Schlaf gut, liebste Lieblingswölfin. Tschüssi. So, ich bin jetzt mal die komische Figur hier, das komische Tier. Ist da ein Tier mit bei? Ja. Okay. Es läuft da immer so rum und ist jetzt auch reingefallen und schwimmt weg. Und hat Aura wie ganz doll. Autsch. Genau, einer ist noch übrig.
Immer hier unten. Unter dir, da wo du gerade gestanden hast. Nein, jetzt ist er an der anderen Seite. Jetzt rennt er wieder nach hinten. An der Leiter, pass auf, der ist hier an der Leiter. Ja, der kann die Leiter aber nicht hoch. Hier unten. Auf. Ist genau links an der Leiter. Genau da. Kaputt. Jetzt nicht mehr. Kaputt, genau. Kaputt. Oh, Sniffer. Gute Nacht, Frau Lana. Lieb, dass du da noch reingeschaut hast. Und ich wünsche dir süße Träume. Da hinten kommen sie. Huhu, hier bin ich. Ihr Doofies. Fallt alle in meine Grube. Die sind alle angerannt. Oh, Hexe in Sicht. Zwei Hexen in Sicht. Ja, auch die fallen hier rein. Drei Hexen. Ich bin doch tatsächlich vergiftet worden von der blöden Hexe. Ja, die ist nicht ohne. Jetzt bin ich eine Hexe. Warte, ich hab doch Milch dabei. Ach, die Verbrennung ist schon vorbei. So, eine ist noch da irgendwo. Folge meiner Stimme. Da ist sie. Ja, komm her. Eine Lust. Blöde. Ey, Mist. Ist doch eingefallen. Jo. Und die nächste Welle kommt. Mal sehen, von wo kommen sie jetzt? Aber Lana ist ganz traurig. Die hat mir erzählt, die langweilt sich. Ja, aber ich werde nicht für ihre Unterhaltung sorgen. Sorry. Die guckt immer nur auf Kirschbäume, meint sie. Vermisst die Dunkelheit. Ist doch gerade Nacht. Und jetzt kommen die Wächse. Und ein wundervolles Tier. Ey, geh da runter, ich will aber. Autsch. Er stößt sich gerade den Kopf hier. Das ist ja doof. Ja, jetzt hast du deinen Reiter umgebracht. Bist ja ein schlaues Vieh. Faustine, ich melde gehorsamst, das Tier hat seinen Reiter getötet gerade. Er klemmte unterm Dach fest. Okay. Es war sehr witzig. So, ich komme. Okay. Wo sind die denn? Komm. Folge dem Tier. Hier ist im Lava. Hey, an der Treppe. An der Leiter. Ja. Er schleicht sich ins Haus. Kaputt. Zwei sind zwei Stück übrig. Ich guck mal.
Die müssten hier irgendwo rumlaufen. Hier ist eine Kuh. Na, kommt hier. Der Unholde. Hier unten ist einer. Er läuft jetzt zur Treppe. Er kommt jetzt nicht. Muss noch einer. Guck mal. Ah, Jenkins. Hast du ihn gefunden? Schnell wieder oben rauf. Wer macht denn da dauernd die Tür auf uns? Ach, der Villager. Er ist hier voll in Panik. Also muss der hier irgendwo in der Nähe sein. Der hier so voll im Park. Komm von da wieder. Der Villager ist ja voll in Panik. Wieso? Der macht auch die Tür auf und zu. Und rennt wie irre Maus rum. Achso, aber diese Häuser sind ja eingemauert, ja, die sind, ne? Gesichert, ja. Ich hab gerade noch mal geguckt. Ei, da sind sie. Ah, jetzt kommen die Wechsel. Jetzt kommen die Wechsel. Mal sehen, ob ich in so einen Wechsel reinkomme. Mal schauen. Ja, ich bin ein Wechsel. Den Link, das wächst doch mal in mein Schwert. Ja, ich bemühe mich, mach aber der will nicht so, wie ich will. Da war's. Er will nicht so, wie ich es will. Ich bin ein Weg. Aua. Na ja, die schweben durch die Wände. Ja, ja, die schweben nicht nur durch die Wände, die sind auch, die gehen auch von alleine kaputt. In Gas. Hallo, ich bin vor dir. Aua. Es war meine Nase. Ja, du hältst sie doch nicht dahin. Autsch. Die haben irgendwie ein Feuerschwert, hat das Ding. Ja. Kleine Schwerter haben die in der Hand. Ist noch einer. Kommt, kommt. Ja, da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hier ist so eine ganz linke Bazille. Hui. Ja. Das sind die bösen Brüder von den Ellies. Ja. Hier unten. Hinter dir. Es ist so, die, oh, diese Viecher. Jetzt ist er hier unten bei der Brennkammer. Beim Kirschbaum. Okay, da kommt noch einer mit einer Armbrust gerannt. Der ist aber auch schon erledigt. Ja, der ist da reingefallen. Ja, der ist da drin, genau. Au, au, au. So, wo sind denn noch welche? Auch wieder hinter dem Haus. Zwei Räuber noch verbleibend. Er suche, der finde. So, einer ist noch. Der rennt wieder hier rum. Geht's euch gut hier? Jo. Also den ganzen Bibliothekaren geht's gut. Das ist super. Ja, die fühlen sich sehr beschützt. Das ist super. Das freut mich. So, von wo kommen sie jetzt? Ach, wieder von da hinten.
Äckchen kommt. Ist dann Exon, große Tier ist schon in der Brandkammer. Aber ein Echse ja, ist bald. Magier? Ja, der rennt hier gerade rum. Bei der Hexe. Okay, bleib mal. Ein Tier. Bleib mal hier stehen. Der ist an der Leiter. Der wächst Magier. Bei der Hexe. Die sind hier alle an der Leiter. Ja, sollen sie mal hier rüberkommen? Ich will mich dem nicht zeigen, weißt du, weil dann spawnt er ja wieder die Wechsel. Die Wechsel. So, Tierchen ist entsorgt und ich glaube der Magier. Ja. Der Magier ist gerade ins Loch gefallen. Gerade verbrannt. Ein Magier ist noch da. Und zwei Hexen. Die Hexen sind oh, nicht so und ein Totem liegt hier unten. Der Magier. Liegt das da irgendwo in der Gegend rum? Bei der Leiter. Aber der rennt der Magier immer hin und her. Da unten. Da ist die Hexe. Zwei Hexen. So, irgendwas ist da gerade reingefallen. Weiß bloß nicht was. Also einer trägt noch ein Banner auf dem Kopf und zwei Hexen hast du hier noch. Also aber kein Magier mehr. Nö. Nicht, dass ich einen noch sehen würde. Können. Wie gesagt, sind nur noch die Hexen. Die gefährlich werden. Die eine Hexe ist weg. Achtung, Bannerfreak hinter dir. Und das Totem nicht. Ja. Ein Platz mehr im Inventar. Richtig? Richtig. Ist doch immer so. Ein verbleibender Räuber, okay. Ja, ich guck mal, wo er ist. Ich muss mal ein bisschen was hier wegpacken. Ja, in dem Regen sieht man ja die, auch als Geist die Hand vom Kopf. Ich höre ja irgendwie noch eine Hexe. Das sein? Möglich. Ich guck mal auf der Karte. Das ist natürlich auch. Ah, die ist da unten drinne. Die heilt sich andauernd. Jetzt ist sie weg. Jetzt kommt die nächste Welle. Ein Mann. Ich habe gerade voll die passende Musik dazu. Oh, und da ist gleich wieder ein Magier. Ich denke mal. Ein Magier. Okay, der erste Magier ist weg. Da ist noch einer. Also ein Magier ist schon mal weg. Der zweite rennt hier gerade bei dem. Einer sitzt auf dem Tier, habe ich gerade gesehen. Und der zweite Magier ist auch reingefallen. Der dritte Magier ist reingefallen. Rennt aber noch einer rum. Der andere wird gerade vom Tier gekillt. Unterm Dach. Geil. Okay. Also ein Magier und ein. Genau, ein Magier und ein Bannertreter und ein Treter. Der Magier ist auch weg. Jetzt hast du noch einen Magier und einen Bannerträger. Und ein Totem wieder an der Leiter. Komm brav ins Löchlein. Oh, ist fein. Und eine Hexe ist erschienen. Und noch ein Tier. Der gerade seinen Reiter killt. Das ist so genial. Ja, die sind bestimmt doof, ne? Ja.
So, jetzt schiebt der Magier. Da ist ja noch ein Tier. Jetzt hat das Tier den Magier reingeschmissen und jetzt springt selber hinterher. Ist das nicht nett? So, ein Totem nicht genug. Und die sind hier alle. Muss nur auf die Hexe achten, weil da war eine Hexe wieder bei. Ist die gescheit. Ja, ist die Hexe, die unten drin ist. Ja. Ein Totem. Yay, Sieg, Sieg, Sieg. Und Totem liegt hier unten wieder an der Leiter. Yay. Mega gut. So, machst gucken du wir gut. Doch mal, was wir da an Ausbeute haben. Überfall und Sieg. Yay, ja, Stina hat gewonnen. Juhu. Genau. Ui, die ganzen Sattel. Ja. Alles voller Sattel. Wahnsinn. Neun Banner. Okay. Nicht schlecht. Ich bin ein Sniffer. Ihr seid es. Tina, was machst du vom Blödsinn? Was machst du denn schon? Hab mir doch nur die Sniffer angeguckt. So, jetzt ist aber hier alles raus, das stimmt. Aus den... Trichter. Aus dem Trichter, genau. So, perfekt. Wir haben wieder 1, 2, 3 und 5 sind 8, wieder 8 Totems. Das ist super. Sehr schön. Das ist sehr schön. Dann brauche ich mir ja um dich keine Gedanken. Wo hat er, sag ich, sein Netherportal? Ach da, steht's doch. Ach, gehen wir jetzt ins Nether. Warte mal, dann muss ich vorher in dich rein. Ja, dann komm mal in mich rein. Ich komm mit. So, wenn das geht. Jo. Ich weiß nicht, ob das geht. Geht nicht. Ich hänge. Ich bin im Wasser. Das geht nicht. Okay, dann machen wir das so. Ab. Bin da. Du hast mich ins Wasser geschmissen. Hab ich das? Ja. Bin verloren gegangen. Oh je, hier sind gar keine Villager mehr drin. Nein. Die sind, glaube ich, alle in dem Haus. Mir gefällt übrigens deine Rüstung, die ist so schön lila. Ja, das ist netter heute. Oh, hier ist ein Endermännchen, ein Kamenhaut. Ja, ich sehe es. Ui, ich sehe alles in Blau. Das ist weird, in einem Enderman zu sein. Das tolle Unbreaking, Mending, Sharpness, Silk Touch, Power. Warte mal, Power habe ich. Power ist Stärke, ne? Oder ist Power Schlag? Ja. Nee, Power ist Stärke. 41, du hast ja wohl einen Knall. Flamme, Protection 4. Was kostet bei dir Protection 4? 33. Okay, aber brauche ich ja nicht mehr. Inspiration,
Infinity brauche ich auch nicht mehr. Ja, aber die ganzen Bruckner sind weg. Die haben ja ganz viele Bruckner gehabt. Oh. Aber hier ist eine Portal. Vielleicht sind die irgendwo anders untergebracht. Ne, die waren ja hier in dem Häuschen drin. Yes. Ui. Da hinten ist ja Krawallerne. Hier ist auch einer drin. Die haben doch ein Portal auf die Decke gehabt. Wo ist denn das? Oh, so viel Schweine. Weil über die Netherdecke oben reisen ist natürlich viel einfacher. Ja, ja. Bin ich eine Kuh? Ruf mich mal. Ja. Ich werde jetzt nicht die Kühe töten. Ich flieg mal ein bisschen rum und guck mal, ob ich das Portal irgendwo. Ui. Oben ist auch ein Sniffer. Okay. Na, ich sehe hier sonst kein Portal. Ja, neuer Versuch. Mal ausprobieren. Komm wieder mal. Ich war am Wasser. Das könnte hier sogar direkt geradeaus sein. Okay, jetzt begleite ich dich wieder. Jetzt begleitest du mich wieder? Ja, okay. Also durchs Portal kann man als Geist nicht in einem Körper mitreisen. Kann man nicht, okay. Nein. Ja, gut zu wissen. Das ist ja ziemlich bewohnt hier. Ja. Bitte lauf vorsichtig, sonst bist du bald auch eingegangen. Au! Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ich habe jetzt natürlich keine Feuerriese mit, ne? Die haben hier aber auch einen Weg gebaut, meine Güte. Hättest ja auch fliegen. Oder hast du Angst, dass du irgendwo in der Lava landest? Ja. Ich bin sogar schon mal beim Fliegen in so einem Nether-Tunnel kaputt gegangen. Mir so auf den Kopf dabei angestoßen und dann zum Abschluss noch mal so ging's um die Ecke und ich voll gegen die Wand. Ja, das gab mir. Und den nächsten Erfolg, heiß begehrte Reiseziele. Ja, kannst du mal sehen. Habe ich auch gekriegt gerade. Ich tu nix, ich sitze nur in einer Sino rum und sammle Erfolge. Warte mal. Ach, das bist du gewesen. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich habe den Erfolg ja eigentlich schon. Ja. Ich sag's ja, ich tu nix. Ich habe auch meine ganzen Nether, meine ganzen End- und Höhlenerfolge alle mit euch in Begleitung erreicht. Also ich habe Erfolge gesammelt, ohne etwas zu tun. Oh, ich bin im Nether hängen geblieben. Mist. Der hat mich verloren. Gibt's doch wohl nicht. Da reißt die einfach aus dem Nether raus und ist weg. Jetzt bist bin du wieder ich da? Wieder da. Jo. Hast mich im Nether vergessen. Müssen wir da jetzt auch wieder rein? Nee, ich wollte nur den Enderman schlagen. Oh, der arme Kami.
Da böse. Nicht mehr lange. Ich habe ihn besänftigt. So, jetzt sind wir bei dir. Die brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. Sind wir jetzt bei dir zu Hause? Das ist unsere Starterbase. Ah, okay. Das ist hier die Starterbase. Hier haben wir noch Skelettpferde, die wir hier eigentlich gesichert haben für den Zoo. Aber wir haben im Zoo jetzt schon Skelettpferde. Ah, und die berühmt-berüchtigte Eisenfarm Alastine. Genau. Und ja, hier unten haben wir halt ein paar Villager, ne? Ja, ich sehe. Die sind aber nett. So viele Bibliothekare. Aha. Das schmeiß ich mal raus. Als Skelettpferde im Haus. Ach, das ist ein Stall. Ja, das ist eigentlich der Stall. Den haben wir dann halt als erstmal als Unterkunft so umgebaut. Das ist aber voll. Damit hier. Wir hier irgendwo schlafen konnten, ne? Aber wo ist denn mein Bett? Also eins steht hinter dir. Nee, mein Bett ist lila. Was frage ich überhaupt? Ja, eben. Ui, schaut mal. Das sieht ja auch noch. Wow. Soll ich das mal? Es ist ja irre hier. Oh nein. Das ist der Zoo. Wow. Das ist ja irre, das Tor hier. Mach's mal normal. Ich geh mal durchs Tor. Wow. Schaut euch das an. Das hat der Dedel gebaut, ne? Das hat der Dedel gebaut. Und den Zoo haben Stino und... Das sollte an Vorbereitungen erstmal reichen. Ei. Nur heute Wäldchen wird er nicht mehr machen. Der da gucke ich, dass ich vielleicht noch jemanden dazu kriege, der mir dann helfen kann. Ja, irre, der Turm. Ja, das ist mein Rapunzelturm. Bin ja hellauf begeistert. Der ist wunderschön geworden. Ja, ich habe den auch einmal umbauen müssen. Der erste Entwurf gefiel mir überhaupt nicht. Ja, von außen. War klar. Ja, von außen. Innen unten ist noch nichts eingerichtet, hier oben ist eingerichtet. Wunderschön. Auch vom Weiten halt. Ich habe den ja vom Weiten gesehen. Als erstes neben dem einen Haus da vom Eingang vom Zoo. Hauseingang vom Zoo? Ja, da ist doch so ein Gebäude neben dem Eingangstor. Also das eine Teilstück vermauert, das sah aus wie ein Haus. Und dann taucht dann das Ding hier auf. Das sieht sehr schön aus. Was machst du da? Willst du dich umbringen? Du kannst doch hier nicht einfach auf dem Fenstersims stehen, sag mal. Machst du nicht das? Nein. Geh rein. Das macht Aua. Ist ja gut, Mama. Da steht sie wie so ein kleiner Selbstmörder hier. Gibt's ja wohl nicht. Du kannst doch da nicht so gefährlich rumturnen. Siehst du, dass ich das kann? Also wirklich. So, ich würde jetzt aber mal abmoderieren, glaube ich. Ja, mach das. Ich gucke mir noch den Zoo an. Genau, du kannst da unten noch ein bisschen im Zoo rumfliegen. Ich komme sonst auch gleich nochmal zu dir runter. Okay. Dann moderier mal ab. Ich bin weg. Genau, ich moderiere mal ab. So. Es ist wunderschön. Wir machen das mal richtig. Gehen wir hier richtig von der Stelle hier rein. Also man kommt hier wohl runter. Das hört sich gefährlich an. Eieiei. Ja, richtig hübsch. Mal schauen, was wir hier finden. Okay, also hier gibt es Just Simply. Simply. Eine Holzkammer. So, den schauen wir hier mal hin. Das ist Dedel. Auch ein Bettchen. Und eine Kiste.
Kommen wir mal weiter. Die Herde. Technoblau Frischmaus. Ein Hund. Chaser, der Schäfer. Wow, Lana, die Wasserwölfe. Ui, und Jasmin, die Mottmiete. Niedlich. Schokoschafrunde. Wo ist denn hier ein Schokoschaf? Ich sehe kein Schoko. Schokoschaf wurde aufgegessen, glaube ich. Das ist sehr hübsch. So, fliegen wir mal weiter zur nächsten. Hütchen, der Eisengolem. Schneemann, 13.11. Okay. Hier unten ist schon mal drin. Ein Weg. Gut, das ist hier bei. Boah, schaut euch mal die Anlage an, wie riesig. Der Übelst. Was habt ihr denn hier gebaut? Da gibt's einen Pfahl. Hier rennt auch schon wieder so hin. Oh, hier gibt's Bienchen. Lamas. Hier ist irgendwo ein Warden unterwegs. Warden. Achtung, gefährlich. Och, finde ich nicht. Weil das ist ja hübsch. Guck mal, mit Treppe. Mit Treppe. Die hat eine richtig kleine Wardenkammer. Ist ja niedlich. Ja, was siehst du denn dich aus, Hagi? Vermisst du deine Krawall-Emma oder was? Ja, vermisst du. Kannst du nicht. Ja, du bist auf. Mach doch den Lärm selber. Also. So. Was ist das hier für eine? Ich denke mal, hier wird ein Schreiter oder sowas sein. Es ist sehr hübsch. Sehr hübsch. Das waren die Bienen. Schaut euch an, wie riesig diese Höhle ist. Das ist ja irre. Hui, schaut mal, hier ist eine Kuh und ein Enderman. Was gibt... Oh, hier sind die Ellies. Hallo, ihr Ellies. Bisschen. Oh, ein kleiner Schleimi mit kleinen Pilzkuchen. Pilzkuchen. Bubu? Ja. Ah, ich weiß, wo du bist. Ich bin hier bei dem Pilzkühn. Ich war schon bei dem Mann von Krawall Erna gerade. Der war ganz aufgeregt. Ja, 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 ja. Ei, und hier gibt's lauter. Ihr habt tatsächlich einen Wassertempel nachgebaut. Wir haben das hat Diddle gemacht, ja. Ist ja irre. Das ganze Aquarium ist Diddles Werk. Ist ja irre, sogar mit dem Hauptboss. Und auch die Guardians da drin. Da mit dem Hauptguardian drin, mit dem großen. Ja, ja, mit dem Elder Guardian drin, richtig. Oh, ja. Von dem kriegen wir dauernd Mining Fatigue. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ja alles im Hardcore. Ich werde ja irre. Ihr seid ja bekloppt. Ja. Ich gehe an so einer blöden Giftspinne kaputt. Ich schäme mich jetzt noch mehr. hast du Kroko schon begrüßt? Nein, ich bin gerade bei den Schildkröten. Ja, bei den Schildkröten ist Kroko dabei. Kroko ist eine Schildkröte. Ja, ich kann leider keinen Namen sehen. Kannst du einen Namen sehen? Nein, kann ich nicht. Wo ist Kroko? Also, die hier gerade versucht rauszukommen, das ist Kroko. Ah, ja, jetzt sehe ich es. Wenn ich genau raufhalte, kann ich sehen. Oh, hallo Kroko. Ja. Kroko ist eine Schildkröte. Ja. Mal kein Krokodil, aber auch was mit Schuppen. Ja, er wollte ja gerne Schildkröte sein, deswegen haben wir ihn zu... die Schildkröte vorenthalten. Weil das ist echt total bekloppt. Achso, und ein Axolotl ist hier auch drin, ne? Ja. Und zwar da unten in diesem kleinen nachgebauten Wassertempel. Unten drin steckt das. Ja, ich sehe es. Wer ist denn da? Warte mal. Kann ich's nicht sehen? Hat keinen Namen. Doch, Lightwax müsste das sein. Ah, okay.
Versteckt sich, ja, das, der Name wird leider blockiert gerade durch, aber ich sehe das X am Ende. Ja, genau, von Lightlex. Aber wenn man sich überlegt, ey, sowas im Hardcore zu bauen, wie gesagt, ihr müsst, ja, müsst überlegen, wenn ihr euch die Tode von uns anschaut, ich sag mal nichts dazu. Also irgendwie kommen unsere Tode bestimmt nicht nur mir lächerlich vor. Denk dran, ich kann keine Türen zumachen, falls du irgendwelche Türen zumachen musst. Nee, ich muss keine Türen zumachen. Hier sind lauter kleine Fischi. Und Korallen. Achso, bei dem im großen Aquarium müsste irgendwo Padma rumschwimmen. Padma schwimmt hier irgendwo? Ja. Als Fisch. Ja, als Fisch. Als Fisch. Padma ist ein Fisch. Suchen ja, wir und Padma. Zwar ein lila-gelber Fisch. Ein lila-gelber Fisch. Ich suche sie gerade. Gerade gar keinen Fisch. Ah, hier ist sie. Hier bei der Tür. Bei der Tür. Ah, da. Hallo, Padma. Jetzt, Padma. Du hast dich aber verändert. Ist aber ganz schön ja, klein. Ne? Und ich liebe Fisch. Mhm. Als Stäbchen? Als Stäbchen, ja, genau. Stäbchen. Ja. Oder als Locke. Als schillernde Locke? Als schillernde Locke, ja. Hast du auch den Charge Creeper schon gesehen? Ja. Der ist unheimlich. Wie habt denn das den sieht her? Cool aus, ne? Habt ihr echt gewartet, bis der von einem Blitz getroffen ist und den dann einkassiert? Das ist ja irre. Nee, Diddl hat einen Dreizack mit Dings drauf. Ach, mit Blitz, okay. Ja, mit diesem Blitzgedöns. Entladung, genau. Oder was? Ja, ja, genau. Und in dem Creeper-Käfig, da hängt eine Fledermaus. Mhm. Rat mal, wie die heißt. Batman-Goten. Ich bin jetzt Batman und hänge von der Decke. Ja, genau. Es ist sehr merkwürdig, so kopfüber zu hängen. Ja. Ein nackeliges Schaf und ein rotes Schaf. Wer ist genau. Das Nacktschaf? Lilo wollte gerne ein nacktes Schaf sein. Dann haben wir ihn auf Gold gestellt. Nacktes Schaf auf Gold. Ja, könnte auch ein Gemälde sein, ne? Das passt doch zu unserem Flitzer. Ja. Flitzer Nilo. Genau. Der übrigens auch noch lebt, ne? Ja. Ja, ich habe gesehen, also einige spielen wohl auch noch. Ja, aber nicht viele. Ja, leider. Ich find das ein bisschen schade, weil überleg mal, wir waren eine relativ große Gruppe, die in Hardkern 1 ja noch gespielt haben. Oh, du blöder... Hast du den jetzt zurück? Ich hab den jetzt versehentlich gehauen, ja. Ich wollte die Laterne da rausnehmen. Wahrscheinlich hat die Laterne nämlich den Reiter getötet. Ah, okay. Wir hatten nämlich einen Skelettreiter hier dran. Oh. Okay. Ja, weil da oben eine Laterne hängt und hier unten eine Laterne stand. Wahrscheinlich hat das den dann irgendwie ziemlich gut bekommen. Das kann, oder ja, so. Das kann passieren, ja. Deswegen mache ich manchmal eher so indirekte Beleuchtung, wenn ich sowas machen will. Weil das tötet die nicht. Ja, aber indirekte Beleuchtung sieht hier drin ja nicht so toll aus. Ja, wenn du die in den Boden machst und Froschlicht und in eine Ecke reinpackst, das reicht oftmals schon. Wir haben keine Frösche. Achso, ihr habt keine Frösche. Nein. Nein. Keine Froschi. Genau. Stimmt ja. Wenn du jetzt hier an den Lamas vorbeigehst, Richtung Warden, dann ist da hier oben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das große Portal. Ja. Das geht oben auf die Netherdecke. Da will Diddl noch einen Gast reinkriegen. Ah, okay. Ich glaube, das war das, was er letztens versucht hatte, wo ich bin. Ja, ja, genau, hatte, genau. Was nicht geklappt hatte, weil da irgendwie keiner kam. Genau. Wahnsinn. Ja. Das ist schon irre. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie groß das ist. Weil ich kann ja hier durch die Wände gehen. Ja. Und das ist ja ein riesiges Gebilde hier. Mein Respekt an euch beide. Das ist richtig.
Deswegen habe ich mir ja auch gedacht, das ist natürlich jetzt eine schöne Gelegenheit. Weil ich finde, irgendwie wurde das bisher zu wenig gewürdigt. Denn unten ist ein Spawner. Ach nee, das ist ein Pilzlicht. Okay. Nee, Pilzlicht, da werden auch so. Oh, da ist ja mein Brüderchen. Hallo. Deiner. Herr Maurus. Ja, genau. Hier ist ein Fuchs. Das ist Herr Maurus. Und ein Panda. Das ist Crafting Mom. Crafting Mom. Ja, weil Crafting Mom steht für Pandas. Wir müssen noch ein Panda besorgen, aber die spawnen ja auch nicht so oft. Also wenn ihr noch irgendwas habt, was noch nicht benannt ist, könnt ihr natürlich etwas aussuchen, wo ihr mich dann benennt. Also wie gesagt, also eine Giftspinne ist wirklich sehr, sehr heikel. Also wenn ihr es schafft, seid ihr super. Aber die ist auch so eine Hausnummer. Das ist nicht einfach. Also ich denke mal, wenn man das tatsächlich mit Schieden macht und dann unten aus dem Spinnenspawner raus, ja, sollte das eigentlich gehen. Ja. Also, wie gesagt, mit Schienen würde es gehen. Aber ihr dürft halt nicht in der ihre Nähe kommen, halt, ne? Das ist. Oder, ja, ich meine, gut, ihr habt Totems, ihr habt Netherite-Rüstung, aber ich weiß nicht, inwieweit eine Vergiftung euch da schaden würde. Es ist auf jeden Fall heikel. Das ist allerdings wahr, ja. Hier drüben auf der anderen Seite sind auch noch. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, ja. Das sind so eher die einfacheren Sachen. Ah, ein Schneemann, genau, hatte ich vorhin schon gesehen. Schneemann, und Golem. Dann Golem, Tütchen wollte ja ein Golem sein. Tütchen ist unten auch nochmal angebunden. Ja, den hat Packma uns letztens mitgebracht, als sie hier zu Besuch war. Ja, oh, das Geschenk. Genau. Ich wollte euch ja auch gerne was mitbringen, aber das klappt nicht. Ja, nee. Und hier haben wir auch den ungezähmten Wolf. Ja. Der ist tatsächlich ungezähmt. Ich habe schon gesehen, ihr habt einen Wasserwolf. Wo ist eigentlich das komische braune Schokoschaf abgeblieben? Das ist weg. Welches braune Schokoschaf? Ja, da steht irgendwas Ronny Schokoschaf. Bei den Hunden. Das ist weg. Ronny ist das Schokoschaf. Ja. Ja, und Ronny ist ja heute leider von uns gegangen. Oh. Ja, hier ist er. Achso, der hat hier immer im Bettchen gelegen. Oder was? Schokoschaf Ronny. Achso, das ist sein Bett hier, ja. Ja. Ja, die Katze, so süß Jasmin. Ja, Jasmin ist ein Mod bei Ronny. Ah, ich bin einer jetzt in dem kleinen Raum hier. Das war Olana. Gezähmter Wolf. Das müsste Chase sein. Ja. Chase da, Schäferhund. Genau. Ja, und das hier oben, das hat zum Beispiel Ronny gebaut. Ja. Ne? Hier mit den, einmal die Zimmer Inneneinrichtung, die müssen natürlich die Jungs dann selber machen. Ehrlich, aber gut. Ja, wie gesagt, das müssen die Jungs halt selber machen. Aber wenn sie nicht mehr ankommen, dann wird es nichts mehr mit einrichten. Ja. Ne? Diesel ist jetzt auch gerade im Urlaub. Ich hoffe, dass sie den Server euch so zuliebe so lange offen lassen, bis ihr das hier abgeschlossen habt. Es wäre wirklich schade. Weil, wie gesagt, ich habe mir gedacht, dass ich im Grunde genommen deswegen heute ein Video mache, dass man zumindest das ein bisschen würdigt. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wer meinen ganzen Turm da plakatiert hat. Was? Plakatiert? Ja, an meinem Turm sind da unten drum alles voll mit Bildern. Und vor allen Dingen diese hässlichen Bilder. Die sind so hässlich. Das sind bestimmt Werbebanner vom Zoo. Lauter Werbebanner. Nee, die hab ich nicht angebracht. Ich sag ja, Werbebanner vom Zoo. Da war bestimmt ein Werbefuzzi unterwegs. Ja, ich glaub's auch. Na, wenn das mal nicht so ein kleiner Geist, so ein kleiner Scherzkeksgeist oder so. Ich tipp da ja auf Ender und Maurus, dass die da noch hier so ein bisschen ihr Unwesen getrieben haben, bevor sie sich mit der Krawallerne angelegt haben. Das denke ich auch mal.
Weil wie gesagt, als Geister können wir nichts platzieren halt, ne? Nee, aber ich finde das sehr eindrucksvoll. Also, wie gesagt, das Tor. Und dann das nächste, was man ja sieht, wenn man hier auch angeflogen kommt, ist halt dieser Turm. Es ist wunderschön hier. Sehr gut. Gefällt mir sehr schön. Ja, das Tor, das hat ja Diddle gebaut und die Mauer hier auch. Und die soll ja noch einmal ganz rum um diesen Krater. Eieiei, da hat er sich ja noch was vorgenommen. Ob er das noch schafft. Das weiß ich nicht. Ja, das Urlaub machen jetzt äußerst ungünstig. Ja, aber hat er Geschenk gekriegt, ne? Ja. Dann sollte man das auch machen. Nee, es sieht echt eindrucksvoll aus. Wie gesagt, ich bin ja vorhin mal bis fast ganz nach unten geflogen. Es ist ja der Wahnsinn. Ihr habt aber auch Schwein gehabt, dass es dir hier gab, ne? Ja. Just Simply hat die ja gefunden, Philipp. Ja. Vor allen Dingen, es hat er uns ja mit der Idee vom Zoo angesteckt. Ja, vor allen Dingen, es ist auch mal was anderes, weil normalerweise, wie gesagt, kennen wir das ja auch vom Community-Server, dass man eher Zoos überirdisch baut. Und ich finde die Idee, sowas echt hier so in den Untergrund reinzubauen, finde ich unheimlich mega. Und ich stelle mir immer vor, wenn man das Ding im Grunde genommen, sagen wir mal so, das Ding würde hier so ein Jahr laufen, man würde das hier nicht wieder. Es würden so viele Dinge noch einfallen, die ihr hier machen würdet. Ja. Dann würden hier auch die Wege werden alle angelegt, die Wände werden alle gemacht, ne? Genau. Das ist richtig toll. Und vor allen Dingen, wie gesagt, in einem Hardcore-Projekt. Das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Hardcore-Projekt. Ja, richtig, Hardcore. Ja, das ist nicht irgendwie, einfach so. Ich muss mal irgendwie... Ja, jetzt seht ihr mich. Also, es ist nicht einfach so mal, ich wechsle zwischen kreativ oder ich lasse mir von irgendwelchen Spielleitern irgendwelche Dinge geben. Nein. Die haben das hier Tatsache alles selber gemacht. Alles selber gebaut, eingefangen. Hergeschifft, hergekarrt. Ihr Leben riskiert. Ich möchte nicht wissen, wie oft ihr knapp bei einem halben Herzen hier wart. Also Diddle des Öfteren. Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich da so an Warden und so denke, ich denke mal, das war richtig krass. Ja, beim Warden glaube ich eher nicht, sondern eher beim Gast einfangen und der wollte nicht. Ja. Ja, der Gast ist nicht einfach. Also, ich kann mich entsinnen, dass irgendjemand mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es hatte jemand schon mal sowas versucht. Ich glaube, in Craft Attack. Ich glaube, sogar Spark war das. Der hatte das mal versucht, mit so einem Gast den da irgendwo hin zu platzieren. Aber in Craft Attack ist ja Fliegenschiss dagegen, was ihr hier gemacht habt. Craft Attack ist ja kein Hardcore. Nee. Im Gegenteil. Ja, für die Papageien müssten wir eigentlich auch noch eine Vogelvoliere oder so machen. Eine schöne Voliere. Die Lamas brauchen noch einen Platz. So viel der Enderman braucht noch einen Platz. So viele Dinge noch, die hier zu tun sind. Ja, aber dann kommt immer wieder dieser Glupio und gibt uns Mining Fatigue. Das nervt. Glupio nervt eben. Was gibt ihr euch Mining? Mining Fatigue, Abbaulähmung. Ah, na nett. Das ist ja nicht nett. Ja. Was macht... Hä? Was? Die Fledermaus? Wieso war da oben ein Creeper? Weiß ich nicht, weil es hier ein bisschen dunkel ist. Und eine Fledermaus, die macht gerade den Warden irre. Ach, Diddle hat vergessen, hier auszuleuchten. Oh, schau mal, ihr habt Besuch. Da ist jemand durchs Portal gekommen. Ja. Auf jeden Fall passt er hier rein. Ja. Ja, das stimmt. Ja, jetzt hat er sich wieder einbekommen. Diese Werbung hier.
Auch wie gesagt, dieser Mix von den ganzen Kulissen hier finde ich unheimlich toll gelungen. Es ist toll. Ich stelle mir mal vor, was in einem Jahr hier draus wäre. Habt ihr eigentlich vor, euch die Map von Basti zu organisieren und die weiterzubauen? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, wie gesagt, das würde ich auch vorschlagen. Ich werde Basti auch nochmal sagen, der soll ich unbedingt die Map geben. Also, das möchte ich sehen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Selbst wenn ihr ja dann im Grunde genommen ja nicht mehr im Hardcore baut, aber alleine, um zu sehen, was draus ist. Bei dem Videobeweis haben wir ja jetzt, wie es aussieht, was alles im Hardcore entstanden ist. Richtig. Ui. Oh, praktisch. Ein Bett unten, ein Bett oben. Mhm. Wie gut, dass ich als Geist nicht schlafen. Ui. Richtig. Sagi war hier. Das Schild, das hängt schon ganz, ganz lange. Also der war nicht dieser komische Nein, der war das nicht mit dem. Die Bilder sind erst viel, viel später gekommen. Plakatieren erlaubt steht hier. Aha, das haben die auch verändert. Das stand eigentlich verboten. Oh Mann. Ja. Nee, wie gesagt, also es ist wirklich wunderschön. Ich fliege nochmal nach oben und zeige euch das mal alles, wie groß das hier eigentlich wirklich ist. Also stellt euch vor, die Mauer wäre hier ganz rumgezogen. So, ich fliege mal nach oben. Schaut euch das an. Alleine schon die Höhe von dem Turm hier. So, jetzt gucken wir da einfach mal so. So, dann brauche ich noch ein Thumbnail. Ich werde mal ein Thumbnail machen von eurem Zoo. Brumm, brumm. So, wegfliegen. Hardcats.